London ruft und ein Schütze, hat sich schon qualifiziert. Florian Schmidt aus Frankfurt-Oder. Der 26-Jährige startet in der Disziplin Luftpistole. Florian Schmidt war bereits bei den Olympischen Spielen in Peking dabei. Und für den folgenden Athleten, ebenfalls ein Schütze aus unserer Region, wären die Olympischen Spiele in London eine Premiere. Ralf Buchheim, der schießt nicht auf stehende Scheiben, sondern auf fliegende. Tontauben hat man früher dazu gesagt. Das fanden die Tierschützer aber gar nicht lustig. Deswegen spricht man heute von Tonscheiben. Und da muss man ganz schön schnell sein. Die kommen irgendwann geflogen und man muss richtig schnell abzielen. Christoph Heimann über einen reaktionsschnellen Schützen aus Frankfurt-Oder. Ralf Buchheim, Wurfscheibenschütze mit gutem Auge. Immer in seinem Rücken Michael Buchheim, Vater und Trainer. 6 Stunden täglich verbringen sie gemeinsam auf dem Schießstand in Frankfurt-Oder. Kurz vor dem entscheidenden Wettkampf geht es um die Feinarbeit. Dabei steht der Schütze unter Beobachtung seines Vaters. Von ihm hat er das Handwerk gelernt. Ja, vor allem die Schnelligkeit. Weniger als 2 Sekunden 2 Schuss abfeuern und Ziele vorher erkennen, aufnehmen, ist schon die Herausforderung. Sportsoldat, 28 Jahre alt und auf dem Schießplatz aufgewachsen. Das große Vorbild hat er dabei immer im Rücken. 1972 bei den Olympischen Spielen in München. Die große Zeit von Vater Michael Buchheim. Mit 22 Jahren stand er überraschend im Finale als einer der jüngsten Schützen im Starterfeld. Erst im Stechen unterlag er seinen beiden Konkurrenten. Sie hatten einfach mehr Erfahrung. Heutzutage ärgert man sich. Wenn man so dicht dran war und das nicht geschafft hat, dann ärgert man sich heute. Damals hat man sich gefreut. Aber im Endeffekt ist es Geschichte, ist vorbei. Man kann das nicht wieder einholen, was damals war. Und man muss mit dem zufrieden sein, was man erreicht hat. Immerhin, am Ende reichte es für die Bronzemedaille. Der größte Erfolg in der Sportlerlaufbahn des Vaters. Für seinen Sohn sind diese Bilder Motivation, noch besser zu sein. Was wir von Sport kriegen, nachher die Siegerehrung, die 3 Minuten die Hymne hören, ist schon das, wo man dann hin will oder hin möchte, um es auch zu erleben. Dafür wird hart gearbeitet. Zum Alltag des Sportschützen gehört der Kraftraum. Der Körper muss den Rückschlag des Gewehres aushalten. Der ist so hart wie die Gerade eines Schwergewichtsboxers. In den kommenden Wochen will Ralf Buchheim Höchstleistung bringen. Ziel ist auf jeden Fall erstmal die Teilnahme. Und was dann kommt, müssen wir sehen. Bei uns ist halt die Leistungsdichte so extrem hoch. Mit einem Fehlschuss kann man zwischen 1. und 12. werden. Und Sie wollen Erster werden? Ich habe vor, Erster zu werden, ja. Den Weg zum Schießstand nutzt er zum Ausdauertraining. Und das bei jedem Wetter. Aber Disziplin und Ehrgeiz alleine reichen nicht aus. Einmal, sage ich, bringt er wirklich das Talent mit. Das hat er vielleicht auch geerbt vom Vater. Und dann natürlich hier die Heimarbeit mit dem Vater. Er ist ein sehr guter Trainer, bildet technisch sehr gut aus. Und das hat sich über die Jahre ausgezahlt. Und da hat er sich so peu à peu in die Weltspitze geschossen, muss man so sagen, ja. Der Motor des Erfolgs, die Zusammenarbeit mit seinem Vater. Als perfektes Duo würden sich die beiden aber trotzdem nicht bezeichnen. Beim Training geht's, aber im Wettkampf leidet er doch schon sehr mit. Also treibt sie ab und zu halt im Training auf, aber der hört dazu. Dafür haben wir unseren Psychologen, der uns beide wieder runterholt und dann passt es. Wie oft knallt es zwischen ihnen? Gar nicht, also kann ich sagen, knallt nicht. Das stimmt nicht ganz bei 6 Stunden Training täglich.